Also es geht schon echt. Okay. Also ich habe was dran. Ja. Weil laut Escape ist es nicht erntereif. Aber es geht, geht. Wie schnell fährst du? Weiß er nicht. 9. Okay, ich auch. 9 km/h. In den Kamerafahren ist er voll arg in dem Gerät. Gut, läuft. Bisschen mehr Licht wäre interessant. Zusätzliche Scheinwerfer in alle Richtungen. Fahr mal einen Kreis außen rum, dann kannst du leichter. Jo. Der Windkrummer. Gott, Gott, Gott. Das wird auch lange dauern. Wie viel hast du schon drin? 87, 58, 59. Okay, das geht eh. Lass uns dann hoch zur Begehrge. So, BGA. BGA war Oben irgendwo. Mit der oben, U. oben. Bei McLean Biogas Plant. Und dort hat er Links fahren, Feld 7. immer dasselbe Fahrsilo rein. Das ist wichtig. Und nicht das Fahrsilo zudecken. Jo. Erst zudecken, wenn wir komplett fertig sind. Und halt ein bisschen mit dem Schlepper oben drüber fahren, damit du verdichten tust. Das funktioniert so. So, ich bin jetzt bei Geht aber relativ schnell, dass das Ding vorne ist, oder? 92, 93, Das sehe ich eh 94, oben. 95, okay. Los. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wie viel länger wir mal brauchen? Zum Biogas, ne? Ja. McLean Biogas Plant. Gut, dann fahre ich hier links. Und wenn du gescheit bist, nimmst ganz, also da wo das Heizwerk ist in der Nähe, die Spur rein und kippst es dann ab. Jo. Und beim Abkippen immer ein bisschen nach vorne fahren, damit du nicht einen Riesenhaufen hast. Aber sicher doch. Also ein Fahrsilo. Ja. Ja. Ja, wir müssen warten. Wir haben keine Anhänger mehr. Ja. Das war die Frage, ob wir uns nicht noch einen zulegen sollten, gell? Kostet denn einer? Problem ist halt, wir bräuchten halt schon irgendwie groß. Ja, die Frage ist groß, schön und gut, aber schafft das unser Schlepper? Wer fährt Der jetzt? Dolly. Was hast denn du jetzt für Schlepper, Murdoch? Den Das ist der blauen. TKD 302. Also nicht den großen. Nee. Aber damit ich einen großen Hänger noch. Einen richtig großen. Könnten ja das Ganze mit den Container machen. Mit hier, ne? Ja, das da lässt man es aber nicht. Man könnte ja auch nicht so viel fassen. Ja, wir können jetzt da den. Was ist denn der Unterschied auswählen? Der kostet 5, 6 und der kostet 6. Kann nur 5.000 mehr. Ja, Schade. 6.000. Nein, die mieten wir einfach den. Ist ja egal. So, wir haben jetzt Welchen hast du denn 18.000. jetzt? Wir haben jetzt 18.402 Kilo. Den großen, den Agroliner TAW30. Steht schon beim Shop. Abholbereit. Muss aber deinen Schlepper nehmen. Unsichtbar. Ich nehme Ja, das Lied ist schon in mal schlecht. das Fahrsilo, was ganz links ist, wo Ah. die Biogaszylinder sind. Du musst Wo aber ist den großen denn Schlepper nehmen. der Dings? Der große Schlepper hängt ja am Kurbel. Ja, dann du ihn ab. Du mit dem kleinen da fasst dann nicht mehr. Das ist ein Dreiachser. Das ist ein Kurbel, das ist eh für dich Sinn. Ja, jetzt brauchst du nicht grubbern, ja. Ich hoffe lieber, dass wir damit Mais fertig werden. Kann ich jetzt einfach so frech sein, dass wir stehen lassen? Du fragst ja erst und dann kippst du schon stehen lassen.
Es ist eh egal. Soll ich mein Licht anmachen? Warmblinker. Ich finde das gar nicht mal so schlecht mit Warmblinkern. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich so realitätsnah ausschaut. Ich hab mich festgefahren, Hilfe, nein. Warum schaut man nicht realitätsnah aus mit dem Warnblinker? Ich meine jetzt mit dem Blinklichtern. Rundum Leucht. Ja, man, dieser Stern, der da immer aufblinkt, ja, ist halt nicht so realistisch, aber. Ne, ich meine jetzt das, was an den Objekten gemacht wird. Na klar, warum nicht? Blinkobjekt siehst du ja. Weißt du natürlich, ich hab sowas. Man sieht sowas ja nicht die ganze Zeit. Naja, meistens halt in der Nacht, ne? Das ist klar, wird dunkel wird. Meine Real Life, um das jetzt zu vergleichen. Ja, schaut auch so aus, ja. Dann passt doch. Du hast immer den Schein von Licht, der sich dreht. Weil eigentlich ist in der Rundumleuchte ist ja das gleiche wie so ein Turm, was dir was am Wasser steht, da dieser Leuchtturm. Ja. Nur ein kleiner. Und der dreht sich auch und da ist ja auch den Schein, der in den Kreis geht. Also haben sie sogar mal was richtig gemacht. Ja, ich hoffe mal, wenn es schon heißt, realistische Rundumleuchte. Warum die standardmäßig aus ist, ist die andere Frage. Ja, Performance-Gründen, schätze ich mal. Ja, aber wenn ich Performance auf hoch hab. Ja, das wird halt noch ein bisschen mehr schlucken. Meine Grafikkarte ist immerhin zu 60% ausgelastet. Das sehe ich jetzt nicht, aber. Mann, wie riesig ist denn das fucking Ding? Genau richtig, oder? Du hast ja zweimal der Trecker rein. Deswegen habe ich gesagt, du musst den großen fahren. Dreiachse. Der ist doppelt so groß wie Maddox seiner. Sogar mehr noch. Maddox seiner fast 21.000 und deiner 45. So, Achtung, bin gleich bei dir. Ja. Bin auch bald da. Und Feuer. Aber das war schon riesig. Warten. Den haben wir jetzt gemietet. Miete, ja, zahlen kann man den nicht. Kostet, ich glaube, 75.000. Ja, aber die Mietkosten. Ja, wir werden da wohl nach und nach dann die Mietkosten wegtun und fixe Sachen kaufen, wenn das klappt mit dem Biras. Wenn nicht, dann haben wir hier ein Problem. Da fressen. Gerade hochverschuldet. Dann fressen uns alles auf. Ja, erstmal nicht. Solange die Zeit nicht läuft, passiert nichts. Genau. Da haben wir noch keine Kosten. Nur immer wenn 0 Uhr schlägt. Deshalb machen wir jetzt Nachtarbeit. Weil du musst weiter wegfahren, größere Bögen. Ja, habe ich gerade gemerkt. Sonst kann ich nicht wenden. Hab zum Beispiel schon wieder zu 50% voll, ey. Da kommt der Große ja schon. Na Gott sei Dank. Oh, ihr seid da drüben. Ja, kannst du da oben im Kurs stehen bleiben. Und fährt völlig in die falsche Richtung. Ja, einfach einmal im Kreis fahren. Ja, du kannst ja da oben schon stehen bleiben. Meine Kurse zu demonstrieren. Wenn du sonst nichts Großes hast, dann wenigstens einen großen Anhänger. Genau. Ab sehr drüben ist schon Kobalt. Das ist wichtig. Aber diese eine Ecke noch. So. Hey, das mit den Mietfahrzeugen ist ja nicht so eine schlechte Idee. Da kannst du mal schneller weiter voran. So. Ah, jetzt geht's rund. Fahr, Vollgas. Ja, doch, schaffe ich genau eine Runde. Das ist voll. Nicht mal. Das schaffen wir zwei. Na, müsste sich ausgehen, fast, ja. Großen Bogen fahren.
Ist so geil, wenn du reinfährst in das ganze Gemüse, dann fährt das richtig ran, der Motor. Ja. Mal schauen, ob du voll bist, bis Murdoch zurück ist. Also ich bin jetzt gerade mal Kuhweide da auf der Höhe, bei Feld 11 am Ende. Weil jetzt die Rampe hoch zur Kreuzung. Das Ding ist halt schon riesig, aber das, du kannst halt auch irgendwie... Was passiert eigentlich, wenn du jetzt nicht wirfst? Ja, dann ist es einfach weg. Ist einfach weg, okay. So, wir werden Relever out und geht einfach im Boden und fertig. Weil du halt hier nicht selber nachjustieren musst. Ja. Der große Vorteil. Das schwer. 18.414. Naja, man, das ist noch nicht so viel, aber. Ich glaube, früher war ein Durchschnitt 1000 war. 1000 Euro, also 1 zu 1. So war es, glaube ich, mal früher. Murdoch entlädt auf jeden Fall. Ja. Und du bist fast halb voll, das heißt, es geht hier aus. Wo muss ich denn hier ran? Kurven müssen wir noch optimisieren. Ja. Die müssen wir noch lernen. Aber das Ding ist halt durchaus... Bisschen groß. Das stimmt schon, ja. Muss dir auch den Freiraum geben, den du brauchst. Ja, natürlich. Ich brauche viel Freiraum. Na, hier unten bei der Kurve klappt's ja. Bei der nächsten wieder nicht. So. Da fährst du zu weit raus, glaube ich, oder? War das wahrscheinlich, du bist manchmal halt zu schnell, also ich bin so gesagt zu langsam, bin ich auch nicht wieder dran. Ja. Ich schaue immer, dass es sich ausgeht. Wie viel hast du überhaupt schon drin an Anzahl? 71%. Ich hab gesagt, an Anzahl, nicht an Prozent. Prozent sehe ich ja, aber die Anzahl sehe ich nicht. Ich hab's doch gesagt, 33 Tonnen. Achso, ja. 34. Also bringt zum Feld schon einiges. Yeah. Murdoch geht auch schon wieder zurück. Die Frage ist dann, Murdoch. Oder bist du auch so schnell mit Murdoch dann beim Abladen? Jetzt die große Frage. Ha. Ich bin auf jeden Fall bei 85%. Ich trödel ja nicht. Sascha ja auch nicht, aber. Ich hab das noch nie gemacht. Und das zumindest ist lange. Willst du hin? Also bei mir ist die Anzeige unten genau. Ah, okay. Er triggert das, die grüne Anzeige triggert er jetzt dich. Und wenn du 100% hast, habe ich hier auch 100%. Unten bei der grünen Anzeige. 99, 7, 100. Ja, nicht ganz. Bis er fehlt noch. Jetzt hast du das. Ja. Und Feuer. Ach du Kacke, ist das Ding schwer. Das triggert dann Murdoch, genau. Die Prozentanzahl. Du trödelst ja nicht. So ohne Hänger bin ich schneller. Ja, du hast nur einen kleinen Hänger dran, ey, mit 45. Ich hab nur 45 Tonnen. Pass mal auf, Ed, den holen wir gleich noch ein. So, jetzt fahren wir aber gleich einmal rundherum. Eng.